Gott ist die Liebe. Sie ist für uns sichtbar geworden in Jesus Christus. Er ist die menschgewordene Liebe, die über sich hinausgeht, die sich opfert, die Licht schenkt im Dunkel der Nacht. Er entzündet das Feuer der Liebe immer wieder neu, damit wir durch ihn leben können. In Jesus Christus begegnet uns das liebende Herz Gottes, das auf Antwort wartet, das uns einlädt, unsere Herzen zu öffnen, auf sein Wort zu vertrauen, ihn zu glauben, ihn zu suchen, ihm nah zu sein und das Geheimnis seiner Gegenwart im Sakrament der Eucharistie neu zu entdecken. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Wir singen gleich zum Einzug unter der Nummer 415. 415. Thank you.
Ganz herzlich darf ich euch und Sie alle willkommen heißen hier in der Basilika St. Maria im Kapitol in Köln. Ich sehe, es kommen noch einige, die jetzt aus dem etwas verspäteten Programm der Lanxess Arena kommen und erst jetzt in Maria im Kapitol ankommen. Nur Mut zu haben, nach vorne zu kommen, hier an den Seiten auch auf dem Boden Platz zu nehmen. Wir haben Platz für jeden und jeder ist herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle gekommen seid zur Eröffnung des Jugendfestivals beim Eucharistischen Kongress. Wir beginnen dieses Festival mit dem Abendgebet, dem Nachtgebet der Kirche, der Komplett. Und ich darf ganz herzlich besonders drei Gäste willkommen heißen. Zunächst den Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus Speyer, der mit uns dieses Nachtgebet feiern wird. Schön, dass Sie mit uns hier sind, Herr Bischof. Und ich darf willkommen heißen als Zeichen unseres tiefen Zusammengehörens und unserer Verbundenheit zwei Brüder der Gemeinschaft von Terzé, Frère Richard und Frère Timothée. Auch dass Sie heute mit uns sind und das Jugendfestival mitgestalten, bereitet uns große Freude. In die Nacht hinein gehen wir mit diesem Gebet und mit unserem Glauben, wissend, dass Jesus Christus das Licht ist, dass er bei uns ist und dass wir ganz fest auf die Freundschaft mit ihm, dem Lebendigen, vertrauen wollen. Ich darf euch nun einladen, in großer Ruhe und Gelassenheit und auch ein wenig ausruhend von den Strapazen der Reise und des Tages, dass wir gemeinsam diese Komplett feiern, singen und beten und so hoffentlich auch spüren, dass Christus lebendig in unserer Mitte ist. O Gott, komm mir zu Hilfe. Dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Im Herzen Jesu schenkt uns Gott ein Zeichen seiner Liebe. Das glauben wir und das feiern wir heute. Und so können wir singen. Lied Nummer 365. 365.
Misericordias Domini, Nummer 388. 388. Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen. Im Kreis der Frommen, inmitten der Gemeinde, groß sind die Werke des Herrn, kostbar allen, die sich an ihnen freuen. Waltet in Hoheit und Pracht. Seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet. Der Herr ist gnädig und barmherzig. Denen Speise, die ihn fürchten. An seinen Bund denkt er auf ewig.
er hat sein Volk seine machtvollen Taten kundgetan, um ihm das Erbe der Völker zu geben. Werke seiner Hände sind gerecht und beständig. Alle seine Gebote sind verlässlich. Er gewährte seinem Volk Erlösung und bestimmte seinen Bund für ewige Zeiten. Sein Ruhm hat Bestand für immer. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht gemacht sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Da wir mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Gottes Feinde waren, werden wir erst recht, nachdem wir versöhnt sind, gerettet werden durch sein Leben. Mehr noch, wir rühmen uns Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir jetzt schon die Versöhnung empfangen haben. Gottes Wort ist ein Wort, das bleibt. Ein Wort, das bleibt, Nummer 334. 334. Zu wem sollen wir gehen? Toll, liebe Jugendlichen, junggebliebene Christen, dass ihr, dass Sie alle heute hier hingekommen sind und dass wir gemeinsam in dieser Gemeinschaft das Jugendfestival eröffnen können, in dieser zauberhaft illuminierten Kirche, diesem großen alten
Gotteshaus St. Maria im Kapitol, wo so viele Jahrhunderte schon gebetet haben. Toll, dass ihr hier da seid. Zu wem sollen wir gehen? Die Leitfrage des Eucharistischen Kongresses ist natürlich nicht nur so gemeint, wo sollen wir hingehen an einem solchen wunderschönen Freitagabend, sommerlich warm und junge Menschen einander suchen, Gemeinschaft suchen und miteinander auch Freude und Spaß haben wollen. Die Frage, glaube ich, geht tiefer. Sie erinnert mich an eine Begegnung, die ich jetzt gerade vor kurzem mit einer jungen Frau gehabt habe. Sie erzählte mir, dass sie mit 16 schwanger geworden war, weil sie in einen jungen Burschen verliebt war, der sich aber danach ganz schnell aus dem Staub gemacht hat. Zu Hause konnte sie nicht ankommen, die Ehe der Eltern war gerade zerstritten, es war eine ganz schwierige Zeit. Keiner hat sie verstanden, zu wem sollte sie gehen. Da kriegte die Frage mit einmal eine ganz andere Note. Wohin? Zu wem? Abtreiben? Das Problem wegmachen? Sie hat, Gott sei Dank, hat sie mir erzählt, eine Gemeinschaft gefunden. Es war eine christliche Gemeinschaft. Menschen, die sie verstanden hat und die sie ermutigt haben, den Weg zu gehen, ohne in ihrer eigenen Biografie etwas zu hinterlassen, was sie auf ewig irgendwo verwundet hätte. Zu wem sollen wir gehen? Wie viele junge Menschen haben, wenn es darauf ankommt, nur ganz wenige, zu denen sie wirklich gehen könnten? Zwar sind wir in sozialen Netzwerken miteinander verbunden, kommunizieren ständig an jeder Stelle, haben unsere SMS und alles, was wir Tag für Tag sozusagen wie das täglich Brot brauchen. Aber wenn es darauf ankommt, ob man alles bei Facebook reinschreiben würde oder sollte, wenn es darauf ankommt, wem vertraue ich? Wem vertraue ich mich an? Und jeder Vertrauensschritt, das wissen wir auch, ist ein solches sich Öffnen, macht einen berührbar, ja, angreifbar, verletzbar. Je mehr Vertrauen ich wage, desto mehr muss ich mich öffnen. Und mit jedem Öffnen gebe ich mir auch eine offene Flanke. Es kann ausgenutzt, ja, ich kann enttäuscht werden, ich kann verletzt werden. Also keine Offenheit wagen, cool sein und ja, wie durchs Leben gehen, wenn man kein Vertrauen und keine Liebe wirklich wagen kann. Für mich ist das eigentlich größte Geheimnis unseres Lebens. Es sind ja eben nicht die Starken, nicht die Coolen, nicht die mit der ganz glasklaren Richtung, nicht die Unbesiegbaren, denen wir unser Vertrauen schenken würden, wenn es drauf ankommt, die Stars oder wie immer wir sie nennen möchten. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn es darum geht, wirklich tief Vertrauen zu schenken, würde ich es eher jemand, der auch sensibel ist, jemand, der auch verletzbar ist, der darum weiß, wie kostbar eine Information sein kann, der darum weiß,
was das heißt, wenn sich jemand öffnet, der sich selbst auch öffnet und nicht nur sich selbst behauptet, sondern vielleicht auch sich selbst hingibt. Auf diesem Weg bin ich zu Jesus gekommen. Es hat mich immer so tief fasziniert, was das eigentlich heißt, dass sich Gott in diesem Jesus Christus für mich berührbar macht, sich so öffnet. Das Geheimnis des Lebens, sich so öffnet, Gott mich durch Jesus so anspricht und gleichzeitig er sich für mich so verletzbar macht, bis zum Kreuz, bis zur tiefsten, bis zur tödlichen Verletzung. Dass Gott diesen Weg der Liebe so vorbehaltlos geht, wie ich es selber zunächst nicht könnte. Jeder von uns braucht doch auch seinen Schutzraum, seine Maske, braucht seinen Raum. Und es ist auch gut so. Jesus aber öffnet die Räume auf eine unerhörte Weise. Er macht sich für uns so berührbar, dass er sein Herz, sein Innerstes für uns auftut. Er macht sich für uns angreifbar, verspottbar. Du willst der Sohn Gottes sein. Was bildest du dir ein? Er macht sich verletzbar durch seine Gewaltlosigkeit, durch seine unglaubliche Gerechtigkeit, durch seine Liebe, die er den Schwächsten gibt, durch seine ganze Art, wie er auf Menschen zugeht, macht er sich verletzbar. Wer Liebe gibt, öffnet sein eigenes Herz und macht sich verletzbar. Und das ist das riesige Geschenk. Das kennen wir in jedem Akt, nicht? Wenn ein Freund, eine Freundin uns Dinge anvertrauen, die zutiefst sind, macht man sich verletzbar dadurch. Aber nur wenn man Vertrauen schenkt und wagt, wird es so kostbar und tief, dass der Sinn des Lebens sich darin erschließt. In dem anderen verbirgt sich der Sinn des Lebens immer wieder. Man kommt ja nie wirklich zu dem Tiefsten. Das ist für mich das Erste und Wesentliche an Jesus. Er ist der, in dem Gott für mich, Gott selber, Gottes Sohn, er, Gott selber, für mich berührbar werden will. In seinem Herzen will er für mich sich sozusagen so öffnen, dass ich Mut gewinne, darin mich selber zu öffnen, Liebe zu wagen, Vertrauen einfach zu wagen, mich ganz ihm anvertrauen zu können, um so für andere Menschen auch so ein Raum sein zu können, der Sensibilität, des Zuhörens und einer Liebe, die vertrauenswürdig sein kann. Und nun so kann man Freundschaften und anderes im Leben aufbauen. Jesus, der Freund. Das erinnert mich, gibt mich dann also in einen zweiten Gedanken hinein, der mich persönlich immer wieder unheimlich fasziniert hat. Wenn ich in die Heilige Schrift gucke und das Bild von Jesus sehe, dann sehe ich da drin, dass Gott Sehnsucht nach uns Menschen hat. Dass er ein Herz hat, das sich so für uns öffnet, dass er richtig Sehnsucht, ja, man könnte fast sagen, einem gewissen Sinne Liebeskummer auch man nach uns haben kann.
Jesus selbst macht das deutlich. In Jerusalem gibt es auf dem Ölberg gegenüber von der großen Altstadt eine Kapelle, die heißt Dominus Flevit. Der Herr hat geweint. An der Stelle, so sagt man, sei das geschehen, was im Neuen Testament aufgezeichnet ist, dass Jesus die Stadt Jerusalem gesehen hat und geweint hat und gesagt hat, wie gerne hätte ich dich doch gesammelt, so wie die Henne die Küken sammelt, aber du hast es nicht gewollt. Und Jesus sozusagen, die ganze Liebe Gottes zu seinem Volk, zu den Menschen, darin gebündelt hat und auf der anderen Seite die Erfahrung auch von Ablehnung ihn zutiefst ins Herz getroffen hat. Das deckt sich mit vielen Dingen, die wir auch im Alten Testament schon sehen, wo Gott regelrecht Sehnsucht nach den Menschen hat, Sehnsucht nach seiner Schöpfung hat, die so liebt, in ihrer Freiheit liebt, in der Fülle der Evolution, würden wir heute sagen, der Spielformen der Schöpfung liebt, dass er Sehnsucht nach ihnen hat. Am stärksten ist es beim Propheten Hosea. Da lesen wir drin, wie sehr Gott sozusagen von Anfang an sein Volk geliebt hat, wie sein Herz sich in ihm umdreht, wenn er sieht, dass Israel sich von seinen Wegen abwendet. Liebe junge Christen, Gott hat Sehnsucht nach uns, nach jedem von uns. Ich finde, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Wenn man das gespürt hat im Leben, Gott, ist es überhaupt nicht gleichgültig, was mit uns geschieht, mit unserem Leben geschieht, was mit einem jeden von uns Tag für Tag geschieht. Die Gleichgültigkeit ist, glaube ich, eine der größten Gefahren unserer Zeit, nicht? Wo alles vom materiellen Konsum häufig her bemessen wird, von Produkten. Die sind alle wiederholbar, produzierbar. Man meint dann eben auch, man könne den Menschen sozusagen produzieren, klonen, vervielfältigen. Und der Einzelne, das Individuum, ist gleichgültig. Weil Produkt. Eine kalte Gleichgültigkeit, die den Menschen dann am Ende selbst auch gleichgültig werden lassen könnte gegeneinander. Und im Grunde dann nur noch dem Egoismus nach vorne brächte. Gott hat Sehnsucht nach uns. Ihm ist nichts gleichgültig an unserem Leben. Das habe ich im eigenen Leben erfahren, immer wieder. Immer wieder an so kleinen Zeichen, wo man irgendwie spüren kann, dass diese Sehnsucht ist in dieser Schöpfung drin. Sie ist von Gott hineingegeben, wie der Atem, hineingehaucht. Seine Sehnsucht nach uns, Tag für Tag, seine Liebe. Und er hat auch Liebeskummer um uns in einem gewissen Sinne. Der tiefste Liebeskummer Gottes ist der Kreuzestod von Jesus gewesen. Seine ganze Hingabe für uns in seiner Ohnmacht. Ohnmacht, ein Gott, der sich ohnmächtig macht aus Liebe, weil er nicht mit Gewalt uns verwandeln will, sondern nur weiß, unsere Herzen nur so erobern kann. Er will unsere Herzen erobern. Er will uns nichts überstülpen, gar nichts. Er will unsere Herzen erobern. Ein Gott, der Sehnsucht hat nach uns. Sein Herz schlägt dafür. Und dann kommt der dritte Gedanke dort hinein. Das ist dieses Herz Gottes im Herzen Jesu, das deswegen auch unglaubliche Geduld und Barmherzigkeit mit uns hat. Das kann ich im eigenen Leben immer wieder neu sehen, was das bedeutet eigentlich, aus der Geduld Gottes zu leben.
Mit sich selbst ist man manchmal ganz schön ungeduldig und mit anderen häufig noch viel, viel mehr. Und dann merkt man erst, ohne Geduld und ohne Barmherzigkeit kann man überhaupt gar nicht leben. Kann man mit sich selbst nicht umgehen und auch mit dem Nächsten, mit dem Anderen nicht umgehen. Und Geduld und Barmherzigkeit kann man nur haben, wenn man wirklich ein großes Herz hat. Nicht über alles einfach hinweg guckt, als ob es nichts wäre, als ob es nichts kosten würde. Nein, das nicht. Sondern es von innen her tragen. Und das ist bei Gott. Ich finde, eines der Gleichnisse, die Jesus erzählt haben und in dem Jesus uns das Bild von seinem Vater im Himmel, sein Gottesbild nahegebracht hat, ist, eines der wunderschönsten ist das vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Was für eine Geduld hat dieser Vater? Er lässt diesen Sohn ziehen. Er zahlt ins Erbe aus, weil er weiß, er kann ihn nicht festbinden. Er kann ihn nicht festbinden. Bindet er ihn fest, hat er ihn verloren. Lässt er ihn laufen, hat er ihn vielleicht auch erstmal verloren. Und doch seine tiefe Geduld, seine Liebe zu ihm wird sich als stärker erweisen. Ich glaube, dass das etwas ganz Großes ist, zu wissen, dass eine solche Geduld, Barmherzigkeit, Liebe Gottes uns gegeben ist. Dass sein Herz für uns so ist, dass er unser Leben so mitträgt. Unser tägliches Leben, alles, was da so ist. Und dass wir einen größeren Atem finden können. Nicht ängstlich werden, nicht misstrauisch werden, sondern aus einem großen Herzen leben können. Liebe junge Christen, all diese drei Dinge, die so mit dem Herzen Jesu und dem Herzen Gottes zusammenhängen, sind für mich in der Eucharistie gebündelt. Da ist das eine. Eben, Gott macht sich in Jesus Christus für uns berührbar und auch verletzbar aus Liebe, weil er sich öffnet. Was für ein wunderbares Sakrament ist in der Eucharistie, wo Jesus selber da ist bei uns und er macht sich für uns berührbar, aber er liefert sich uns auch aus, meine Hand mit dem, was ich damit mit ihm mache. Er liefert sich radikal aus in diesem kleinen Stückchen Brot. Was für eine Liebe. Er ist darin der, der sehnsüchtig auf mich wartet. Auch das. Jesus hat ja gesagt, wie sehnsüchtig habe ich darauf gewartet, mit euch dieses Mahl feiern zu können am letzten Abend vor seinem Tod. Gott möchte mit uns Mahl halten. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft. Er hat Sehnsucht nach der Tischgemeinschaft mit uns im Leben. Und das drückt die Eucharistie aus, diese unglaubliche Sehnsucht. Gott möchte sozusagen nicht alleine. Er hat seine Schöpfung, er will seine Schöpfung, er will jeden von uns teilhaben lassen an seinem Leben. Er hat Sehnsucht nach der Tischgemeinschaft mit uns. Und es ist doch etwas Wunderbares, eine wendliche Tischgemeinschaft, eine Gemeinschaft des Lebens miteinander zu haben. Und der dritte Gedanke ist in der Eucharistie auch auf besondere Weise verwirklicht. Gott hat eine unglaubliche Geduld und Barmherzigkeit mit uns. Er ist da. Gegenwart Gottes in diesem Sakrament. Jesus ist da. Und die Monstranz, wenn wir nachher durch die Straßen gehen, wenn Jesus, er ist da. Er ist einfach da, was auch ist. Und wie wir uns verhalten und was auch geschieht, er ist gegenwärtig, er ist da. Er hat den langen Atem, seine Gegenwart. Du kannst vor ihm sein, wenn du nichts zu sagen hast und wenn du etwas ihm zu sagen hast. Du kannst alles ihm ins Herz geben.
Er ist da, er hat Geduld, er hört dir zu. Er hat eine unendliche Geduld. In diesem Sakrament ist er einfach immer für uns da. Er ist immer da. Im Sakrament, im Tabernakel. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges. Sie einfach immer weiß, er ist immer für mich da. Das ist mein Leib für euch, mein Blut für euch. Ich bin immer da. Was auch geschieht, eine Geduld, eine Barmherzigkeit, die uns ein ganzes Leben lang tragen und stärken kann. Also, zu wem sollen wir gehen, wenn es wirklich um das geht, was das Leben ausmacht? Herr, zu dir, der du uns so liebst, dass du dich ganz für uns öffnest und dich selbst sogar für uns aus Liebe verletzbar machst. Herr, zu dir, der du so eine Sehnsucht nach uns hast, nach der Gemeinschaft mit uns hast, dass du zu Brot wirst, das sich bricht und verteilt. Herr, zu dir, der du einfach immer da bist, wie ein guter Vater, eine gute Mutter, wie ein Freund, eine Freundin, Tag für Tag, mit endloser Geduld und nie, niemals endender Barmherzigkeit. Ich fand es wunderbar, wie Papst Franziskus bei einer der ersten Audienzen, in einem ersten Angelusgebete deutlich gemacht hat, dass wir nie an der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus zweifeln sollen. Niemals im Leben, allen möglichen, niemals daran zweifeln. Er ist da. Und das ist, denke ich, wunderbar. Wenn ich euch etwas davon mitgeben kann für euer Leben, dann wäre es etwas Großes. Der Lobgesang des Simeon gehört in das Nachtgebet der Kirche. Wenn wir diesen Lobgesang jetzt zusammen mit dem Chor singen, wollen wir Jesus Christus in unserer Mitte begrüßen. Ihn, den Simeon gesehen und auf seinen Arm gehalten hat, sehen auch wir jetzt in der heiligen Eucharistie. Du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn
Meine Augen haben das Heil gesehen. Das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Wollen dir begegnen und deine Nähe spüren. Dein Herz steht uns offen. Du kommst uns entgegen im heiligsten Sakrament. Wir bitten dich, schau auf alles, was wir auf dem Herzen haben, was wir mit uns herumtragen. Sieh auf unsere Sehnsucht, die miterklingt in diesem Loblied Simeons. Unsere Hoffnung, unsere Fragen, unsere Sorgen um die Zukunft der Welt und um die Menschen, die wir lieben. Unsere Bitten und unseren Dank. Alles, was uns bewegt, bringen wir zu dir. Du, Herr, bist unser Friede. Wir bitten um Frieden, wo Menschen unter Gewalt, Hass und Zerstörung leiden, überall in der Welt, aber auch in unserem Land, in unserem täglichen Miteinander. Wir vertrauen dir all diejenigen an, die sich innerlich zerrissen fühlen, die ohnmächtig und hilflos der Willkür anderer ausgesetzt sind. Und wir beten für die vielen, die sich für Frieden und menschenwürdiges Leben engagieren. Wir bitten auch für all die, die in den letzten Tagen mit dem Hochwasser zu kämpfen hatten. Und für alle, die sich unkompliziert eingesetzt und engagiert haben. Du, Herr, bist das Licht für die Welt. Wir schauen uns um in dieser Welt und sehen, wie sehr sie dein Licht braucht. Leuchte besonders für all jene, die traurig sind und verzweifelt, deren Träume und Hoffnungen zerbrochen sind, die nach Orientierung und einem Sinn in ihrem Leben suchen. Stärke auch die, die dein Licht in die Welt tragen, die wie du die Liebe über alles setzen.
Wir beten, Herr, ganz besonders für alle jungen Menschen und für die, die uns nahestehen. So wie Simeon dich loben und preisen konnte, so bitten auch wir um ein Herz, das dich lobt und preisen kann. Um den festen Glauben, dass du uns nahe bist. Jetzt hier und jederzeit. Die Stille des Gebetes wollen wir jetzt gleich weiter fortsetzen. Und ich vertraue sehr darauf, dass wir sie unter ungleich schwierigeren Voraussetzungen hinbekommen, denn wir möchten euch einladen, jetzt mit Christus gegenwärtig in der Eucharistie durch die Straßen Kölns zu ziehen. Hinüber zu unserer Jugendkirche, zum Krux, wo wir dann in der Kirche zum Beginn dieser Nacht den sakramentalen Segen empfangen. Auf diesem Weg wählen wir bewusst die Stille und laden euch ein, den Eindrücken zu folgen, den Zug durch das spezielle Viertel, durch das wir gleich gehen, aber auch die drei Visualisierungen, die die Gedanken dieses Festes und dieses Kongresses noch einmal aufgreifen. Schaut aufmerksam hin und seid euch bewusst, Christus ist, wie unser Jugendbischof sagt, da, jetzt in unserer Mitte. Wir dürfen mit ihm gehen und unser Leben in Stille bedenken und ihm anvertrauen. Ihm vertrauen. Confitemini Domini.